Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder zu einem Trading-Tipp, der wird auch gar nicht so lange gehen, weil er relativ einfach ist und den kann jeder machen. Ihr seht hier, ich habe mir sehr, sehr viele Manager einfach für 150 erboten. Die könntet ihr, wenn ihr eine freie Liste habt, anbieten. Die kriegt ihr so für 400 ungefähr weg. Oder ihr stoßt sie einfach ab, wenn ihr eine große Liste habt, wie ich, die voll ist. Wenn ihr hier schaut, ihr macht hier ungefähr 100 Münzen pro Karte. Also ich habe die meisten für 150 bekommen und ihr seht, man bekommt ungefähr 240, 260, also so zwischen 240 und 260, also sagen wir mal ungefähr 100 Münzen, also wenn ihr im Durchschnitt 100 Münzen, wenn ihr die Manager abstoßt, weil wenn ihr könnt die natürlich auch noch anbieten, könnt nachschauen, ist der eine was wert, ah, dann bietet ihr den an, ist er nichts wert, dann stoßt ihr die einfach ab. Könnt ihr gerade bei so Stoßzeiten machen, wenn relativ viel drauf ist, könnt das einfach machen. Wir werden das jetzt hier abstoßen, ist vollkommen in Ordnung, dann machen wir auf jeden Fall einen ordentlichen Gewinn. Wir werden jetzt bei denen hier, bei den 18 Stück, ungefähr 2000 Münzen Gewinn machen. Ist vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Stoßen wir einfach ab, weg mit dem Zeug. Hier haben wir auch, manche bekommt ihr natürlich auch einfach nicht. Zeige euch jetzt noch den Filter, den ihr einstellen müsst. Also ihr stellt hier einfach bei Mitarbeitertyp, ist egal, könnt ihr einfach alle lassen, könnt aber natürlich auch Manager oder was anderes einstellen. Wichtig ist, dass ihr hier Gold einstellt und hier 150 beim maximaler Bietpreis, also dass ihr hier bieten könnt, dass ihr hier nur die, und ihr sucht nur die glänzenden. Hier ist ein glänzender, bietet ihr 150 drauf. Und das macht ihr die ganzen Reihen durch. Kann natürlich sein, dass ihr ein bisschen weiter hinter müsst, bis die nächsten kommen, kann sein, aber da kommen immer mehr nach einer Zeit. Ich sag mal so, ab wenn ihr hier bei der 20. 30. Minute seid, da könnt ihr 50 durchbieten und ihr bekommt da mindestens 30 Stück, wenn ihr 50 spielt, und das ist doch optimal, wie ich finde. Gerade wenn man nicht viel hat, könnt ihr ein Spiel machen, danach sind die abgelaufen und dann bietet ihr wieder drauf, stoßt die wieder ab, macht ihr gut Gewinn, macht ihr immer so 2.000-3.000 Coins, ist in Ordnung, wie ich finde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.